Lappen und ganz toll. Ja. Aber den habe ich selbst gemacht. Und ihr könnt gewinnen. Und zwar ganz kurz. Fangen wir mit dem Preis an. Ne? Ja, wir haben. Was war das? War das der dritte Preis? Der dritte Preis ist nämlich unser Erotikspiel. Das hier. Haben wir von der Erotikmesse geklaut. Genau. Ihr erinnert euch vielleicht, ein tolles Spiel. Muss man zu zweit spielen. Da sind dann so Sachen wie: Nimm den Penis deines Partners in den Mund. Da ist er! Der Postbote! Hallo! Der Jan, Applaus! Juhu. Ja, setz dich doch. Möchtest du dich setzen? Setz dich doch. Das ist der richtige Applaus. Wir führen das du kannst ganz kurz warten, er hat uns Post gebracht von euch. Ganz kurz. Das ist der erste Preis übrigens, vielleicht können wir den mal ganz kurz zeigen, für den Kreativwettbewerb. Ja. Und zwar ist das der Original Late Nights Kreativpreis. Erster Platz. Aber wir haben den zweiten ja noch. Hier hinten steht es auch drauf. Mit Unterschriften. Wo sind das ist der zweite Platz. Zum einen großartig David Hasselhoff in seiner Glanzrolle. Baywatch, die komplette fünfte Staffel, meine Damen und Herren. Und zusätzlich haben wir gerade aus der MyWorld-Redaktion geklaut das Müsli von Kati, die da Redakteurin ist, die ist im Urlaub. Und deswegen gibt es das Müsli noch dazu. Das Müsli von Kati. Zweiter Preis und dritter Preis ist, wie gesagt, das Erotikspiel. 2008. Also schickt uns eure Ergüsse, wo Chuck Norris überall seine Hände im Spiel hat. Und dann gibt es was zu gewinnen. Hier, hier jetzt auch ein bisschen. So, dann erstmal vielleicht ganz kurz, schön, dass du mal wieder als Postbote bei uns fungierst. Ja, dafür mich. Du hast ja gerade die Diskussion über das Poker mitgekriegt. Du warst gestern live vor Ort, als Wunder wieder mal sowas passiert ist. Was? Wie siehst du die ganze Geschichte? Ja, also du hast ja jetzt über Monate schon Pech gehabt. Ja. Das Pech verfolgt dich einfach. Okay, das reicht mir, musst du dazu gar nicht sagen. Ja, ich frage mich natürlich, also irgendwann muss ja mal Glück, nach Regen kommt auch Sonnenschein und so, irgendwann muss er auch mal Glück haben, nur irgendwie bei... Was hat er sich passiert nicht. Ich erinnere mich nur an die ersten Poker-Sessions, da war es wirklich so, dass er in der zweiten Runde gedacht hat, ich bin ein Pokerface und ist mit 4 und 7 All-In gegangen, aber das halt auch regelmäßig und ist dann immer schon raus gewesen. Der Punkt ist, da haben wir nicht um Geld gespielt, ihr seid einfach mitgegangen und natürlich macht das wenig Sinn zu bluffen, wenn es nicht um Geld geht und ihr alles callt, ohne dass euch wehtut. Das ging um den Geld. Normalerweise, wenn ich 40 Euro sage All-In, da überlegst du Strumpfkopf dir doch direkt, ob du callst oder nicht. Ja, kannst ja auch gleich in meiner Verdiensttabelle gucken, was wir hier kriegen. So, wir kommen jetzt zu der Post. Vielleicht lass doch einfach den Postboten vorlesen. Da war einige sehr interessante Beiträge bei. Du hast ja auch... Ihr könnt ja darüber diskutieren. Also, lest mal bitte vor. Wie du hast die Post gelesen, was hast du uns mitgebracht? Bevor du sie uns gebracht hast? Ihr könnt übrigens schreiben, latenights@giga.de ist die Mailadresse. Ach, tatsächlich. Ja. Das weiß vielleicht nicht jeder. Also die erste Mail fand ich ganz besonders interessant. Wir finden eure Sendung voll geil. Es hört sich ja gar nicht so schlecht an. Gut. Nur das Studio und die Moderatoren müsste man austauschen. Ha. Rüller, von wem ist das? Von Lars. Lars! Hallo Lars. Also ich fand eigentlich gar nicht so unlustig. Lars, ganz groß, wir arbeiten dran. Hier habe ich noch jemanden, auch großer Fan von euch, aber noch größerer Fan von einem eurer Gäste, glaube ich. Habt ihr mal die Mailadresse von Vivian Schmidt, mein Kumpel und ich wollen uns für ein Casting bewerben. Das ist so, ne? Ich bin der geilste Es gibt wirklich die Website. Gebt einfach Vivian Videorama. Schmidt. Videorama.de Vivian Schmidt einfach googeln. Der Link ist es, da Kontakt, wenn ihr Casting machen wollt, aber ihr müsst ein Bild von eurem Schlonk. Ja, und damit die Mail auch nicht sonst war und Rider XXL steht jetzt im Mittelpunkt. Rider XXL heißt er, ich verstehe, warum du die E-Mail-Adresse willst. Hier von Elsa, ist Jan wirklich tot und wenn ja, darf ich seine Asche haben? Ja, seht ihr, er ist wirklich tot. Mehr kann man dazu nicht sagen. Nee. Ich habe noch was. Oh, hier. Ja, das ist nicht so leicht mit den ganzen Zetteln. Ja. Ne? Ich habe noch mehr Briefe am Start. Ich hab euch auf der Erotikmesse in Köln gesehen. Kann es sein, dass ihr ein bisschen pervers seid? Vor allem die Frage kommt von Holger. da gebe ich die Frage gerne mal zurück. Wir haben da gedreht, Holger. Welche Ausrede hast du? Ja, was noch? Ja. Wir sind ein bisschen pervers, ja. Die nächste ist die Studioeinrichtung. Da Jan ja gestorben ist, könnte man hier ausstopfen und ins Studio stellen. Bisschen eng hier, ne? Ja, ich meine, wir haben natürlich nur begrenzten Platz hier im Studio. Ja, aber ich habe gehört, Jan ist platzsparend. Ja, mit seinen 47 Kilo. Das sind nur die Beine. Ja. Ja, aber finde ich eigentlich eine schöne Idee, so ein Ausstopfen. Weißt du, was wir mal machen könnten, Jan? Kennt das noch, wenn man so in der Grundschule hat man doch so mit Gips und so den Kopf gemacht. Wir könnten einen Gipsabdruck von dir ganz Körper nehmen. Weil wir noch jemanden finden müssen, der sich bereit erklärt, alles einzugipsen. Und mit alles meine ich alles. Und dann gipsen wir dich und stellen dich hier und bemalen dich. Fändest du das geil?
Ja, auf jeden Fall. So ein das Starschnitt in Lebensgröße. Nee, hier da. Das ist übrigens ein Mikrofon, ja. Weißt du, kennst die Dinger nicht. Ich bin in der Branche noch nicht. Ja, lass uns doch mal machen. Machen wir. Nächste Woche wird eingegipst. Bist du dabei? Ist aber ganz schön viel, was da eingegipst. Ja, die Plauze muss man erstmal verdecken. Also, nee. Ja, schickt uns Gips bitte, wenn ihr noch Gips zu Hause habt. Wenn ihr uns Gips schickt, was braucht man noch? Gips, Wasser. Ja. Schickt uns Gips und Wasser. Gips und wir machen das. Versprochen. Ich habe hier übrigens noch eine interessante Mail. Ja, und zwar von Dominik. Dominik sagt, schick mir bitte Jan als Dealer, also als Kartendealer. Okay, da muss man ganz kurz sagen, wir haben... Ich ziehe auch nach Teheran. Ja, da muss man sagen, wir haben bei der Pokerrunde festgestellt, dass Jan die zweite Runde ja verloren hat und haben gesagt, es wäre eigentlich lustig, wenn Jan mal euren Pokerabend dealt, also als Kartengeber, nicht was ihr schon wieder... Also muss man aber noch ganz kurz für Leute, die letzte Folge nicht gesehen haben, noch sagen, die letzte Runde, Nils hat es ja eben schon gesagt, war einfach, jeder kriegt zwei Karten, schmeißt die in die Mitte und wer am meisten Glück hat, der kriegt dann alles. Ganz nebenbei hat einer gewonnen, der sonst noch nie Glück gehabt hat, der immer nur Pech hat. Die Details sind ja jetzt nicht so wichtig. Was entscheidend ist, dass Jan verloren hat. Das ist alles, was ihr euch merken müsst. Und Jan hat gesagt, er dealt an einem eurer Pokerabende. Da haben wir verschiedene Bewerbungen gekriegt. Und ich denke, wir werden es machen. Wir werden einen da auswählen und zu ihm fahren. Jan wird einen Abend dann Dealer spielen am Pokerabend. Aufpassen, er bescheißt. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Es gibt noch eine kleine Kritik oder eine Frage von Daniel. Ja. Daniel? Ja. Kann es sein, dass ihr nicht live seid? Finde ich voll kacke, dass ihr eure Zuschauer betrügt. Gibt's vielleicht noch eine Mail? Ja, Moment, da war noch die eine Mail. Ich finde eure Sendung voll cool, Daniel hat gar keine Ahnung. Und jetzt sollte sich den Bart länger wachsen. Herr Jan schreibt Gesundheit. Kam gerade rein. Ganz frisch. Ja, das war eigentlich als Gag geplant. Der Jan hat ein unglaubliches Gefühl für Punchlines. Für natürlich sind wir live. Wenn wir nicht live wären, könnten wir dann könnten wir dann schon mit der Bild-Zeitung von gestern wedeln. Rummachen. Und wäre das Müsli dann noch gut, was nämlich gestern abgegriffen ist? Das wäre ja Quatsch. Das wäre ja schon längst schlecht. Wir sind sowas von live. Ja, live. Jetzt hast du den Gag gerafft. Ja, Gag gerafft. Zwei, dreimal vor uns zurückgelesen, jetzt funktioniert. So, noch Post hier. Ja, haben wir noch irgendwas? Ja, da war noch eine Post, die wäre eine Filmaufnahme voll geil, nur das Studio und die Moderatoren. Hatten wir nämlich schon. Ja. Aber das hatten mehrere geschrieben. Ach so. Ja, also wenn ihr auch Bock habt, Teil der Sendung zu sein mit euren Grüßen, dann schickt doch einfach mal was an, was war das? latenights@giga.de. Ah, eben hast du lustig gemacht, noch, weil ich die... Sind wir immer noch bei Giga. Eben hast du nur Lust gemacht, dass ich die E-Mail-Adresse gesagt habe. Ja, Marc, Jan, danke. Kein Problem. Danke, dass du da warst. Aber du kannst auch eigentlich da bleiben. Ja, okay. Denn wir haben eigentlich uns heute als großes Diskussionsthema eigentlich was überlegt. Genau. Ganz kurz müssen wir noch sagen, viele werden sich fragen, Moment, ich habe ja den Pokerabend mitverfolgt und da haben wir noch zwei andere verloren. Unter anderem muss noch das Auto geputzt werden von unserem Programmdirektor. Stefan Borg. Der hat ein ziemlich dickes Auto. Krass Auto. Also ich kann nur sagen, das Auto war vollgeschissen, ist das Wort, was ich suche. Also nicht von innen, sondern, muss man dazu sagen, sondern von außen, von Tauben. Und wer musste das sauber machen? Maddie, alias Alexander Albrecht, ihr kennt vielleicht noch von zahlreichen Intel Friday Night Games. Und er hat das Auto geputzt. Leider konnten wir die Mats nicht ganz so machen, wie wir uns das vorgestellt haben, denn das ist eine wahre Geschichte. Wir wurden von der, ich kann den Namen nicht sagen, von dieser Tankstelle mit dem blauen Shell. Ja, mit dem blauen A. Da kenne ich auch noch einen Witz übrigens. Ja, schnell. Einen alten Fips-Asmussen-Witz, soll ich dir noch erzählen? Ja, die bei Aral arbeiten, ja, die heißen die Aralisten, die von Shell, die heißen die Shellisten. Nur die von BP haben da keinen Bock drauf. Verstehst du? Nee. BP? Bock? Ja. Du kommst drauf, wir gucken uns kurz an, wie Daddy das Auto von unserem Programmdirektor putzt hat und dann noch mehr zu der Geschichte. Bock drauf. We'll be right back.
some of the work get kinda hard. This is no place to be.